euch heute zeigen, wie ich meine Haare so toll glatt bekommen habe. Es ist ganz einfach. In wenigen Schritten möchte ich euch das einmal vormachen. Meine Kunden haben oftmals auch das Bedürfnis, ganz glatte Haare von mir zu bekommen. Da glätte ich sie etwas anders durch und bin da etwas sorgfältiger. Hier in meinem Falle muss es meistens schnell gehen. Ich habe nämlich keine Zeit und meine Variante ist eine sehr einfache Variante. Auf geht's! Zuallererst habe ich meine Haare mit diesem Pantene Pro-V Shampoo gewaschen. Ich habe es einmal komplett durchgewaschen und danach ein Leave-In Conditioner von Mixed Chicks benutzt. Alle Produkte werde ich in der Infobox mit aufführen und dann könnt ihr sie entsprechend nachkaufen. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ich trage Extensions und meine Extensions trage ich nicht nur, weil ich sie verkaufe, sondern über smarthairart.com. Und das Ding ist an dieser ganzen Sache, dass meine Extensions mein Haar schützen. Das heißt, meine Extensions tragen jetzt dazu bei, dass meine Haare sozusagen einen kleinen Winterschlaf oder Sommerschlaf, wie auch immer ihr es nennen wollt, durchleben und in Ruhe wachsen und gedeihen können. Und natürlich ist es auch nebenbei eine sehr gute Werbemaßnahme für mein Produkt. Dieses tolle Echthaar habe ich mit diesem soeben genannten Shampoo gewaschen und danach von Mixed Chicks einen Conditioner benutzt. Diesen Conditioner werde ich, wie gesagt, und alles andere in der Infobox mit aufführen, sodass ihr die Möglichkeit habt, diese Produkte zu kaufen. Nachdem die Sache getan ist, muss man natürlich auch wissen, dass bei einer Weave-Technik, welche ich anbiete, auch an beliebige Kunden deutschlandweit, die Haare nach dem Waschen unten immer ziemlich nass sind und schwer trocken zu kriegen sind. Ich benutze meine Kunden ohnehin eine Trockenhaube, aber auch für mich mittlerweile. Das heißt, ich setze mich in etwa eine Stunde unter die Trockenhaube und kreiere für mich somit ein kleines Wellness-Spa-Ereignis. Hier bei mir. Investiert ruhig die 150 Euro in eine gute Trockenhaube, sodass euer Haar schön trocken ist. Nachdem ich die Trockenhaube verwendet habe, habe ich damals ein GHD-Set gekauft und dort war dieser Föhn mit drin. Das ist ein richtig schön kleiner handlicher Föhn. Wie ihr seht, der ist fast so groß wie meine Hand. Und damit föhne ich meine Haare einmal durch und glätte sie mit einer Bürste parallel beim Föhn einmal komplett durch. Somit ist der erste Glätteprozess somit getan. Mir reicht es aber meistens nicht, weil ich die Haare halt richtig bone straight haben will. Also richtig allglatt. Wenn das getan ist, kommt der GHD selber zum Zuge. Es lohnt sich definitiv in ein GHD zu investieren, denn der GHD bemisst die Hitze, die euer Haar braucht, um glatt zu werden. GHDs gibt es für zwischen 170 und 200 Euro. Ich würde sehr arg aufpassen, im Internet GHDs zu beziehen, denn es gibt auch Fakes. Ich würde dafür sorgen, dass ihr definitiv ein Original-GHD kauft. GHDs bemessen die Hitze, die das Haar braucht, um das Haar zu glätten. Hier gibt es keinen Temperaturregler. Falls ihr den sucht, den werdet ihr nicht finden, denn GHD weiß genau, wie viel Hitze euer Haar braucht, um richtig glatt zu werden. Haare glätten ist nie schonend. Also ein GHD ist auch nicht unbedingt das Zaubermittel für heile, glatte Haare. Nein, alles was Hitze anbelangt und alles was dazu beiträgt, dass Hitze an das Haar kommt, schädigt im Grunde genommen dem Haar. Nur, das ist das kleinste Übel. Also damit schadet ihr dem Haar am wenigsten. Ihr nehmt Strähne für Strähne, nehmt einen Kopf, kämmt die Strähne vor und geht dann mit dem GHD im besten Falle durch. Vergesst bloß nicht euren Hitzeschutz. Es gibt diverse Hitzeschutzprodukte, die ich nutze. Miracle 10 ist ein Leave-In Conditioner, den ihr euch unbedingt kaufen sollt. Der ist ganz, ganz, ganz toll. Und ich werde in der Infobox aufführen, wo genau ihr Miracle 10 bestellen könnt. Gefallen. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Ich danke euch für die zahlreichen Abonnements.
Bald haben wir die 4000-Marke geknackt. Ihr seid wundervoll. Folgt mir auf Instagram sowohl als auch auf Facebook und guckt unbedingt in meinen Blog jennyfromtheblog.tv rein. Denn dort bekommt ihr alle Styles und alle Updates zu all dem, was ich mache. Ich liebe euch. Ihr seid die Allerbesten. Und lasst euch von niemandem unterbuttern. Seid richtig schön confident. Immer schön die Nase hoch und ab dafür. Nicht zu arrogant sein, bitte. Sondern immer schön höflich bleiben. Aber bloß nicht unterbuttern lassen von irgendwelchen Hatern, okay? Bleibt so, wie ihr seid. Ich liebe euch. Bye, bye.